In diesem Video möchte ich Ihnen gerne einige Tipps geben, was Sie tun können, wenn ein Kollege oder eine Kollegin oder vielleicht sogar der Chef laufend Ihre Ideen klaut und sich daher mit fremden Federn schmückt. Mein Name ist Annette Brineck, ich bin die Business Coach aus Wien und ich coache zu den Themen Bewerbung, Karriere und Führung. Wenn Sie sich dieses Video anschauen, dann ist anzunehmen, dass Sie dieses Thema tatsächlich schon haben. Es kommt oft vor, dass man während eines Brainstormings, dass ein anderer plötzlich die Idee aufgreift, die man selber hatte. Das ist noch nicht unbedingt ist weiter schlimm, beziehungsweise das ist noch nichts, worüber man sich normalerweise ärgert. Anders sieht es natürlich aus, wenn man feststellt, dass jemand immer wieder mit den Ideen, die man eigentlich selbst hatte, hausieren geht. Das ist insofern schlimm, als man sich einerseits darüber ärgert, andererseits das natürlich auch der eigenen Karriere schadet. Denn der Kollege, der heimst dann die Lorbeeren dafür ein, was im Business natürlich bedeutet, dass er die Karriereleiter schneller erklimmt und sie, der die Ideen hatte, oder sie, die sie die Ideen hatten, sie bleiben über. Man bemerkt sie nicht. Je nachdem, in welcher Situation Sie sich natürlich jetzt tatsächlich befinden, müssen Sie überlegen, welche Vorgangsweise klug wäre. Ein Tipp wäre zum Beispiel, dass Sie in geeigneter Form betonen, dass es Ihre Idee war, dass Sie gleich dazu sagen, dass der Gedanke von Ihnen stammt oder die Lösung von Ihnen stammt. Wenn das nichts hilft oder wenn Sie auch feststellen, dass dieser Kollege das immer so macht, dann wird es wahrscheinlich Zeit sein, ein Gespräch mit ihm zu führen. Und das sollten Sie natürlich in erster Linie persönlich mit ihm unter vier Augen machen. Es könnte sich jetzt herausstellen, dass dem Kollegen oder der Kollegin diese Vorgangsweise gar nicht so sehr bewusst ist und sie entschuldigt sich dafür. Damit wäre das Thema erledigt und Sie brauchen es nicht weiter beachten. Andernfalls, und das wird die Variante sein, die eher anzunehmen ist, der Kollege ist uneinsichtig, Sie beenden das Gespräch und merken, dass es tatsächlich so weitergeht. Geschickt ist natürlich, wenn Sie selbst sich mit Ihren Ideen jetzt zurückhalten und nur beobachten, wie der Kollege oder die Kollegin jetzt weiter mit Themen anderer Teammitglieder umgeht. Ich rate eher ab, da irgendwie zum Chef oder zur Chefin zu gehen, weil anzunehmen ist, dass das als Petzen gewertet wird. Das müssen Sie allerdings selbst entscheiden, ob das in Ihrer Einzelsituation eine gute Idee wäre. Ich gehe eher davon aus, dass es geschickter wäre, das untereinander zu klären. Schauen Sie also zukünftig, dass es keine Gelegenheit gibt, dass sich dieser Kollege Ihrer Ideen bedient. Das bedeutet natürlich auch, dass Sie schauen, dass Ihr Schreibtisch nicht zugänglich ist, beziehungsweise auch Ihre Daten im Computer nicht zugänglich für ihn sind. Und natürlich sollten Sie sich auch immer die Frage stellen, ob Sie die Situation richtig einschätzen. Denn im Team ist es natürlich klar, dass man zusammenarbeitet und da ist auch klar, dass andere Ideen aufgreifen und weiter fortspinnen. Seien Sie sich also immer bewusst oder hinterfragen Sie sehr deutlich, ob das jetzt auch objektiv so gesehen wird, dass die Ideen tatsächlich geklaut werden. Sollte der Ideenklauer Ihr Chef oder Ihre Chefin sein, dann ist es blöd. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, das irgendwie in ähnlicher Form, wie ich es gerade geschildert habe, zu beseitigen, das Problem, dann wird Ihnen nichts anderes überbleiben, als dass Sie die Flucht nach vorne ergreifen. Sie werden in diesem Team keine großen Karrierechancen haben. Also da wird Ihnen nichts anderes überbleiben, als die Position zu verlassen und sich eine andere, entweder im selben Unternehmen oder in einem anderen Unternehmen zu suchen.